Hey Leute, ich hab euch da noch gar nicht gesehen. Was ich mache? Ach, ich spiele nur auf meinem Spielplatz ein bisschen. So, seht ihr den Bagger da und die Schaufel, die ich gerade in der Hand halte? Wow, hab ich Spaß. Nein, was ist jetzt passiert? Wieso sind hier Geister? Ich war auf dem Spielplatz gerade, verdammt, aber auch hab ich. Ich drehe jetzt Thema. Ladies and Gentlemen, so schnell kann es nämlich gehen, denn wir gucken uns heute die gruseligsten und verfluchtesten Spielplätze auf der gesamten Welt an, Alter. Ich hab Angst. Wenn ihr auch Angst habt, lasst einen Daumen nach oben da. Weil jeder weiß, wenn ihr ein Like da lasst, passiert absolut gar nichts. Und weil eben gar nichts passiert, würde es mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Es bringt halt wirklich nichts. Oder bringt es vielleicht doch was? Ich habe keine Ahnung. Lasst mal ein Like da. Vielleicht bringt es ja doch was. Vielleicht liegt dann hinter euch auf einmal einfach eine Chipstüte. Was weiß ich. Versucht's. Probiert's aus. August 2016 okay. Lief ein Mann an dem örtlichen Spielplatz in Mexiko vorbei. Mexiko. Als er sah, dass sich auf einem der Spielplätze etwas bewegte, schnappte er sich sein Telefon und begann zu filmen. Das Video zeigt die mysteriöse Kreatur, die auf einem der Spielgeräte auf dem Spielplatz steht. Als wir das Video analysieren, sehen wir, dass die Kreatur die Kamera bemerkt, herunterspringt und wegläuft. Viele Leute in den Kommentaren dachten, dass diese Kreatur The Rake ist, eine Art humanoides Monster, von dem viele glauben, dass es existiert. Wenn wir uns das Video genau ansehen, sehen wir, dass die Kreatur auch einen langen Schwanz hat und ihre Augen scheinen Licht auszustrahlen. Ja gut, also die Kreatur ist nicht die einzige, die einen langen Schwanz... Warum sagst du das? Jo, aber Leute, das sind Spielplätze, Mann, da sollen wir doch Spaß haben. Also wieso ist da eine gruselige Gestalt, Bruder? Jo, ich frag mich halt immer so, wir denken meistens, yo, die Videos fake, kann nicht echt sein, oder? Wieso sollte da eine Gestalt sein? Keine Ahnung, auf dem Spielplatz, aber ich frage mich immer, was ist, wenn all diese Videos wirklich echt sind, aber wir glauben es nur nicht und es gibt keine Beweise dafür, aber die sind echt. So, stellt euch mal vor, alle Geisteraufnahmen sind wirklich passiert. Gibt's wirklich zu 100%? Ey, yo, nee, stellt euch nicht vor, hör auf. Moment mal, warte mal, hinter mir ist eine Gestalt, oder? Oh nein, Leute, ey, die Gestalt geht, ey, könnt ihr mir helfen? Leute, ey, die Gestalt, ich glaube, die sucht uns heim, weil ich es gerade gesagt habe, ey, es tut mir leid, ihr müsst mir jetzt helfen. Wenn ihr neu seid, unter mir steht abonnieren, wenn das rot leuchtet, klickt mal drauf und 3 Sekunden gleichzeitig, okay, dann geht's weg. 3, 2, 1, je. Oh, danke an jeden, der abonniert hat. Jeder, der nicht abonniert hat. Ich würde laufen. Die Gestalt ist unterwegs, Bruder. Wir legen los, weiter. Zweiter Klippo. Ein Mann in der Nacht an einem Spielplatz in der Stadt Perushka im amerikanischen Bundesstaat Oklahoma vorbei. Als er aus dem Fenster schaute, sah er etwas Seltsames, das sich auf einem der Spielplätze bewegte. Was hat er gesehen? Als er ein Stück zurückfuhr, sah er etwas, das wie eine ganze Familie von Geistern aussah. Er machte ein Foto und wenn man genau hinsieht, sieht man ungefähr 7 Geisterfiguren, die auf einer Art kleinem Karussell spielen. Ein Jahr später ging im Internet ein weiteres Video von einer dünnen Kreatur herum. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Bild echt ist, aber wenn man genau hinsieht, sieht es so aus, als ob die Kreatur der Person, die das Bild gemacht hat, zuwinkt. Yo, okay, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich leg mich mit sowas nicht an. Wenn das Geister sind, macht euer Ding, ich halte mich raus, ich sag gar nichts zu euch. Ich leg mich nicht mit denen an. So, ey, was ist mit dem Autofahrer los? Wieso machst du Bilder von denen? Die wollen vielleicht alleine sein, vielleicht haben die Kinder Geburtstag gefeiert, weiß ich nicht. Vielleicht ist Simon 7 Jahre alt geworden und die sind auf Karussellen nach, weil der Spielplatz leer war. Und der andere, wieso winkst du nicht zurück, wenn der eine Geist dir winkt? Sag doch, moin Meister, moin, was geht, Brudi? Die sind doch auch nur nett so, was machst du da? Bruder, kannst doch da, kein Wunder, dass der dich heimsucht und dass der dich jagt, wenn du nicht zurück Hallo sagst. Ja, Regel Nummer 1, weiß jeder Geisterjäger, wenn ein Geist dir winkt, winkt zurück. Ja, habt ihr wieder was gelernt? Wo ist meine Waffe eigentlich? Gut, da fühle ich mich jetzt gleich schon wieder sicherer, so. Geht die noch? Ja, gut, sie geht. Okay. 2016 nahm ein Vater seine Kinder auf einen Spielplatz in der Nähe von Rhode Island in den Vereinigten Staaten mit. Kurz bevor sie aus dem Auto aussteigen wollten, sahen sie eine der Schaukeln, die sich hin und her bewegte, während niemand in der Nähe war. Als die Kinder das bemerkten, bekamen sie Angst und hatten keine Lust mehr zu spielen. Es hätte auch der Wind sein können. Ja. Aber das erklärt nicht, warum die anderen Schaukeln stillstehen. In diesem Video, das auf einer spanischen Facebook-Seite hochgeladen wurde, kannst du sehen, wie die Schaukeln stillstehen und aus dem Nichts anfangen, sich zu bewegen. Es wurde von einer Sicherheitskamera aufgenommen, die auf den Spielplatz hinausschaut. Und hier sehen wir auch die zweite Schaukel völlig still hängen. Und auch hier sehen wir eine zweite Schaukel, die sich kaum bewegt. Ja. Könnte dies der Beweis für geisterhafte Kinder sein, die ihre Kindheit noch einmal erleben wollen? Was könnte es sonst sein? Oh Mann, ich sag noch Wind, der Wind ist es. Ja, der Wind ist. Ich hab keine Angst vorm Wind. Ich hab keine Angst vorm Wind, es ist alles cool. Ich halte nur Abstand, wegen Corona. Ich muss ein bisschen Abstand vor euch halten, Leute. Sorry, brauche ein bisschen Abstand. Also mein erster Eindruck, 1 Million% Wind. 1 Million% Luft, so vielleicht ist es ja irgendwie möglich, dass so ein Luftzug die anderen Schaukel nicht betrifft, aber nur die eine Schaukel, wisst ihr, wie ich meine? So kann ja sein. Aber die einzige Frage, die ich mir dann stelle, ist, wieso passiert das voll oft so an so gruseligen Spielplätzen? Ich meine, Bro, da gibt's... Oh Mann, ist das so ein Windzug? Macht das der Wind gerne in seiner Freizeit? Ein bisschen nur eine Schaukel, ein bisschen Menschen Angst machen? Wind? Wind, komm her, ich hab eine Waffe, verdammt nochmal, und ich werde sie benutzen. Gut. Hier siehst du eine Frau, die an einem Tisch auf einem
einem Stuhl an der Seite eines Spielplatzes sitzt. Sie sitzt an ihrem Telefon und wird aus irgendeinem Grund gefilmt. Es sieht so aus, als ob die Person den Spielplatz von einem Haus oder Gebäude im ersten oder zweiten Stock aus filmt. Das Video zeigt eine Reihe von Spielgeräten und als sich die Kamera wieder auf die Frau zubewegt, sehen wir plötzlich eine schattenhafte Figur auf dem Boden neben einer Leiter. Das Merkwürdige daran ist, dass der Schatten überhaupt niemandem zu gehören scheint. Die Figur sieht aus wie ein Mensch, aber es könnte auch eine andere Art von Kreatur sein. Okay, also erste Seltsame an dem Video ist, dass der Dude einfach random eine Frau filmt, dann filmt er den Himmel, filmt runter und auf einmal ist dieser Schatten da. Also da weiß ich jetzt nicht so ganz, ob das real ist. Ich meine, warum um alles in der Welt sollte der einfach mal so eine Frau filmen, außer er will halt sagen, ui, Memo, guck mal. So, ich meine, also jetzt, wieso, wisst ihr? Und dann, aber das sah halt auch nicht fake aus, aber als ob jemand so einen guten Schatten faken kann. Ich bin so, ey, diese Videos sind so creepy, Mann, ey, no joke. Ich kann euch nicht sagen, ob das alles echt ist oder nicht echt ist, ne? Ich glaub nicht, dass das echt ist, aber wenn es echt ist, Bruder, wir sind am Arsch, wir können auswandern. Ciao, diese Gestalten lauern überall um uns herum, Bruder, ciao. Gut, wenn du keine Clowns, nein, nicht Clowns. So schnell wie möglich zu den Kommentaren. Denn in der Nähe von Spielplätzen sind einige gruselige Clowns, Bruder, gesichtet worden. Dies geschah auch in Kuala Lumpur, der Hauptstadt von Malaysia. Ein Mädchen namens Chloe lief nachts am örtlichen Spielplatz vorbei und sah einen gruseligen Clown hinter der Rutsche stehen. Als sie das sah, war sie zu Tode erschrocken. Sie machte ein Foto von dem Clown, der ihr zuwinkte und rannte nach Hause, so schnell wie sie konnte. Chloe hat das Bild auf Social Media gepostet und ein paar Tage später hat ein anderer User namens Alex ein weiteres Bild von einem ähnlichen Clown gepostet, der sich hinter einem Baum versteckt. Bro, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber so fängt jeder Horrorfilm an. Das ist wie bei Es, dieser Clown Pennywise. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. So fängt jeder Horrorfilm an bei einem kleinen Mädchen, die sieht irgendwie den Clown. Auf einmal sieht wer anders den Clown und der Clown frisst alle auf und läuft rum und tut jedes Jahr alle 10 Jahre aufs Neue auftauchen. Genau das ist es. Ich sage euch jetzt schon, in 5 Jahren werden wir Videos angucken, wo genau dieser Clown hinter irgendeinem Baum steht, hinter irgendeinem Auto und bei irgendeiner Person irgendwas Gruseliges macht. Ich sag's euch jetzt schon. Bro, immer dieses Clown taucht auf bei kleinen Mädchen, dann bei Erwachsenen. Jahrelang hört man nichts, auf einmal ist er wieder da. Bro. So geht die mit der Waffe nicht mehr. So geht es, Mann. Ich hab's gleich. Ohne meine Waffe gehe ich nämlich nirgends mehr hin. Ich hab die kaputt gemacht. Gut. Hier sind viele Spielplätze sicher und gut gebaut. Ja. Aber in der Vergangenheit war das nicht der Fall. Auf diesem Bild von 1912 sehen wir den Hiawatha-Spielplatz in der Nähe von Seattle in den Vereinigten Staaten. Bitte kein Jumpscare. Wie du auf diesem historischen Foto sehen kannst, sind die Konstruktionen sehr hoch. Eine falsche Bewegung und man kann sich ziemlich schwer verletzen. Es ist bizarr, sich vorzustellen, dass es früher so gefährliche Spielplätze für Kinder gab. Bruder, was haben denn? Yo, das ist real. Ey, also ich kann euch eins sagen, was zu 1 Million% echt ist, und zwar diese Spielplätze. 1 Million% echt. No way, ne? Dieser Spielplatz, den gibt's wirklich, den gab's wirklich. Ohne Sicherung haben die so rumgeturnt. Bruder, stellt euch mal in der heutigen Zeit vor, dass so ein Spielplatz existieren würde. Wahrscheinlich. Ey, Bro, das ist schon creepy genug. Also, ist zwar kein Geist, aber wer so einen Spielplatz macht, mashallah, bist verrückt, Digga. Bist verrückt, lässt dein Kind darauf spielen. Bist du blöd? Leute, ist es vorbei. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da, lasst ein kostenloses Abo, dann seid ihr sicher, ich bestell mir jetzt wirklich Windeln. No joke, ich glaube, ich bestell mir jetzt Windeln. Bei 7000 Likes bestelle ich mir Windeln. 8000. 9000. 9000 Likes. Ach, und klickt noch hier aufs letzte Video, ne? Macht es. Gut. 10.000 Likes und ich bestelle mir Windeln. 10.000 Likes, ich bestelle mir Windeln. So machen wir es. Gut.